Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Tales of Symphonia. Wir geben natürlich direkt Gas, ne? Wir wollen natürlich so schnell wie möglich wieder in der Höhle sein. Und uns dort ein bisschen umschauen. Also weiter, wir haben ja schon ein bisschen was geschafft, wir haben die Felsen gesprengt. Und so ein bisschen hier, ein bisschen da was gemacht. Aber jetzt müssen wir ja noch weiter los. So, warte mal, wo musst du denn mal hin? Da hin, ne? Ach, mit Enter kann ich auch. Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Boah, Kamera, Alter, Kamera. Boah, doch ein Stück rum. Es geht ziemlich zügig, muss man sagen. Es geht doch sehr schnell. So, dann wollen wir Gas geben. Ich habe jetzt eigentlich nicht groß Lust zu kämpfen. Ich will eher so ein bisschen begutachten, was in der Höhle ist. Da habe ich jetzt keinen Bock, hier draußen rumzukremmeln. Yo, kurz vorm Ziel, weißt du? Be careful, everyone. Am Arsch! Are you okay? Direkt voll reinhauen hier. Komm, Team des Behölfe. Dankeschön. Are you okay? First sword rain. Jawoll. Schien hat ein Level-Up. Geil. 373 Gold und 196 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, jetzt heißt es hier auch gleich wieder ausweichen. Lol. Da dachte ich, es wäre vorbei. Okay, muss man doch mal auf den Knopf drücken. So, es sollte jetzt langsam ankommen. Da ist es schon sehr schön. Ja, komm. So. Okay, wir schauen mal, was wir hier so. Ach, scheiße. Okay, wir müssen nochmal zurück, wir müssen mal runter. Und zwar muss ich mal eben hier das hier loswerden. Und gegen die Bomben austauschen. Los, beeil dich. So, einmal hier rüber springen. Weiter geht's. Yo, fuck. Wäre ich doch zur anderen Seite gegangen. No way, Demon Rain! Top. Sword Rain! Like that? Top. Na komm, nächste auch weg hier. Keine Müdigkeit vorschützen, wir müssen hier Gas geben. Ich sollte jetzt gleich auch mal ein Level Up haben. Also das sollten wir auch das Level Up haben. Bei den anderen bleiben, weil es ist doch ein bisschen dauern. Ernsthaft, ich habe jedes Monster fertig gemacht. Rindfleisch, Reissand und Granulat. 876 Gold und 471 Erfahrungspunkte. Speicherkristall gefunden, geil! Ich schau mal ganz kurz nach. Jo, 40 Punkte haben wir jetzt zu machen. Speicherkristall, geil. Von dem müssten wir wieder ein paar haben. Langsam, also müssen wir wieder ein paar finden. Dass wir wieder ein paar haben. Die Dinger sind eigentlich recht gut, aber irgendwie kommen die da nicht mehr. Weil eine Zeit lang hatten die ganze Zeit einen einzigen Speicherkristall. Woher auch immer, weil dafür hatten wir den.
So, der Nein! Leck mich! Leck mich! Müssen wir warten. So, auf geht's. Bitte nach oben. So, auf geht's. Komm, 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 komm. Ein Überraschungsbömmchen ist das. Ich will mal jetzt einfach was testen. Ja, die bleibt drauf, alles ja. So, jetzt haben wir wieder unsere Superbömmchen. Dadurch können wir uns jetzt super den Weg freisprengen. Hier ist einfach nur eine Kurve, hier ist ein Monster. Hier macht es jetzt auch nichts, dass wir hier Monster ist. Wow, was ist eine Aussage? Was haben wir jetzt sonst als Demon Fang! So, auf den! Aua, das sollte nicht passieren. Try this! Sword Ring! Silver Seal! Are you okay? First aid! Genau! Ich sehe deine Kraft auf mich. Großes Riesenbaby. Jetzt habe ich auch ein Level Up. 549 Geld und 327 Erfahrungspunkte. Hey, ich will zu der Kiste. Okay, hier können wir eine Maschine bedienen. Ich gehe mal eben vorher zu den Kisten. Kampfgeist gefunden. Boah, wieder Kampfgeist. Okay, ich hab ihn gefunden. Ah, da können wir speichern. Auf jeden Fall, hier speichern wir direkt auch ab. Nicht, dass uns noch irgendwas auf unseren Reisen passiert. Dieses Männchen da unten. Sein Ruhe gefunden. Was macht denn dieses Männchen? Ah ja, das ist diese Dingens, ne? Genau. Was ist das für ein Ding? Hey, ihr Lieben. Boah, spricht? Natürlich spreche ich. Pass auf, was du sagst. Er ist nicht sehr kultiviert. Ich suche nach einem Trank, den ich essen kann. Essen? Bist du sicher, dass du Trank meinst? Er ist nur für Erwachsene. Und sie fühlen sich danach ganz toll. Es scheint, wir haben wirklich einen Trank. Hat denn hinten vielleicht einen dabei? Hat irgendjemand einen Trank? Leider nicht. Wenn wir das geahnt hätten. Hätten wir Palmatrank gekauft. In Flanoi gibt es den berühmten Flanoi-Trank. Und vergiss nicht den berühmten Miso aus Miso. Wow. Es lässt sich nicht ändern. Gehen wir einen Trank kaufen. Ernsthaft? Ist das dein fucking Ernst? Muss ich so dämlichen Trank kaufen? Davor möchte ich mich aber noch ein bisschen umgucken hier. Immer die Maschinen starten, die andere auch gleich. So, den kann ich jetzt auch nochmal in die Luft sprengen.
Da können wir nämlich eben noch speichern geben. Na komm. Ja, alle Felsen hat sie gesprengt und so, ne? Ja, gut, dann passt das Ganze schon. Ja, hier können wir noch. Was ist das? Alles klar. Mann, das war knapp. Was war denn das? Entschuldigung. Heieiei. So. Entschuldigung, das hatte ich ganz vergessen. Das ist eine Falle für einen Ring. Weißt du da auch, was du tust? Bei der Wand weiter unten ist ein Schalter. Wenn du den drückst, kommen keine Steine mehr heraus. Ja, der Schalter ist knapp zu übersehen. Boah. Was ist denn das für ein Drehdings? Das ist eine Naplus Bakura. Sie meinen doch nicht etwa die von dem großen Professor Naplus erfundene? Ja, es ist ein Gerät aus konzentriertem Mana in physischer Form. Mit normalen Angriffen ist ihm nicht beizukommen. Boah, ist das heute ein Scheißmorgen. Da kommen wir da nicht vorbei? Tut mir leid. Aber wenn wir einen Aufprall von enormer Wucht herbeiführen könnten. Aufprall von enormer Wucht, hm? Also theoretisch fallen mir dann nur die Dingens hier ein, die rollenden Steine, aber die können wir nicht holen. Alter! Naja, jetzt haben wir die Ecke auch gesehen. Ah, hier können wir noch runter. Aber vorher möchte ich mal ganz gucken. Wieso ist das Monster ja da? Wieso bin ich da runtergegangen? Ich muss doch gar nicht da entlang. Boah, bin ich doof, ey. Bin ich doof heute Morgen? Und müde, aber doof. Mann, was gibt's eigentlich? Oh nein, dreht die Beyblades. Dreht die. Schwer zu drehen. Sword Rain! Barrier! No way! Sword Rain! Und. Oder so. That was disappointing. Ich springe erstmal 5 Meter daneben. Reißzahn, 876 Galt und 419 Erfahrungspunkte. So, hier oben wollte ich doch entlang. Hier runter, um dann hier drauf zu gehen. Hallo. Ich dachte, eventuell bewegt sich jetzt hier die Maschine. Aber anscheinend nicht. Wir speichern nochmal eben ab. Ja, speichern ist ein Hobby von mir, also. Das muss sein. So, jetzt gehen wir eben hier runter. Eventuell gibt es ja hier sowas wie einen Trank oder wie hier das irgendwas, was wir vielleicht noch brauchen, verwenden können oder verwenden müssen. Laufende Monster, okay. Donnercape gefunden. Ja, das war jetzt klar, dass wir das Monster, dass wir da nicht ausweichen können. Meine Fresse, ey. Diese scheiß Beyblades, boah. Die gehen mir vielleicht so auf den Nerven. Das ist der Wahnsinn. Diese komischen Wackelpudding. Kraken, Quallen. Sonst was auch. No way. Sword Rain. Na komm, die Daumen. Danke. Danke. Alright. So, 854 galt, 465 Erfahrungspunkte und Zyklus geben. So, können wir auch mal eben weiter. Hier ist noch eine Kiste. Super Granulat. Oh, das sieht aber sehr dunkel aus da. Haben sie sehr schön gemacht.
Na, ist das Ding gerade oben? Ach Mann, da wollte ich gar nicht hin. Na, oh, ah, bin ich aus Versehen in die Luft. Ah, ich wollte eigentlich nochmal runterhalten und so einen kurzen kleinen Mini-Kurve drehen. Oh, du großes Riesenbaby, komm mal her. Are you okay? First down! Ja, ich wollte euch angreifen, ich willst du mich verarschen, oder was? Dankeschön. That was just warming up. So, 549 Geld, 23 Erfahrungspunkte, Rindfleischranulat, Mischgeld und was anderes, was ich jetzt nicht mehr entziffern konnte. Wir schauen mal ganz kurz was nach. Zur Ausrüstung haben. Wir haben ja so ein Cape und sowas bekommen. Da gucken wir mal eben nach, ob da irgendwo vielleicht etwas ist, was uns vielleicht gut bekommen mag. Also uns wahrscheinlich jetzt nicht, aber vielleicht irgendwie jemand anderem hier. Wir haben ja auch eine neue Robe bekommen. Ja, Seidenrobe, sehr schön auf jeden. Irgendwelche Bänder, die wir ersetzen könnten. Nein. Handschuh vielleicht. Da haben. Ja, Engelsarmreif. Ein bisschen mehr Glück. Die anderen waren ja alle scheiße, ne? Genau. So. Schiene haben wir auch fertig. Dann einmal bei Rain gucken. Aber Rain ist eigentlich nichts zu machen. Hier vielleicht das. Aber das ist so minimal. Die Verbesserung, da brauchen wir nicht die Ver. Oh. Engelsarmreif. Wieso habe ich die ja nicht ausgerüstet? Ah, nicht irgendwie. Hübsches Gewand. So, Blitz ist ja immer noch am besten. Genau. Ah, hier hätten das eventuell, aber das ist auch wieder so minimal die Verbesserung. Dann machen wir eher Minus als Plus. Okay. Also ein bisschen hatten wir ja was, ne? Ein bisschen hatten wir was, dementsprechend klappt das Ganze schon. So, unten dürfte jetzt eigentlich kein Monster mehr sein. So, nach Vieh sonst was müssen wir hin. Schauen wir ganz kurz schon mal auf die Karte. Ja. Kommen wir da hin. Wie kommen wir da hin? Sure. Müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie. Also wird ja gesagt, entweder der Miso-Trank oder halt so irgendwas mit F. Hier ein Trank mit F war das. Da würde ich dann erstmal sagen, da müssen wir dann erstmal hin, aber wo ist das? Ich habe eine Vermutung, wo es sein könnte. Aber da kommen wir nicht hin. Jedenfalls nicht so easy going. Ah, ist eine Truhe? Der FGM Level 1 gefunden. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, erstmal wieder der ganz toll die Kamera drehen. So. Erstmal wieder zum Boot, ne? Wir wollen ja wieder Boot fahren. Da kommt wahrscheinlich wieder so ein Monster angerannt. Das ist ja irgendwie immer so, kurz vom Ziel. Oh, wir haben es doch mal geschafft. Sehr schön. Okay, So, ich packe nochmal die Karte aus. Mit Tokio, nein. Hier eventuell könnten wir. Ja, könnten wir theoretisch hin. An manchen Ecken waren wir einfach noch gar nicht. Hier ist ja die Mine, wo wir gerade sind. Die heißen Quellen.
aus der Besinnung. Ich würde sagen... Obwohl... Es ist echt bitter. Ich guck mal ein bisschen. Wir fahren mal hier entlang. Ich will eigentlich hier bei dem Land bleiben. Hier mal eben außen einmal so ein bisschen rumbrettern. Um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas ist zum Anlegen. Also hier sind wir ja gewesen, hier kamen wir nicht weiter. An der Ecke. Hier. Und jetzt möchte ich gucken, weil hier ist bestimmt auch noch ein Weg. So gefühlt müssen wir doch auch hier irgendwo entlang. Hier bei diesem wunderschönen Steinkreis. Ja, da ist ein Weg. Da ist ein Weg, aber hier ist nur flaches Land, Tal, wie man es bezeichnen möchte. Da möchte ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, deswegen schauen wir mal ganz kurz nach, wie weit wir hier reinfahren können, ob wir hier das Ende. Einmal bitte drehen, Captain. Da ist ein Haus. Also müssen wir irgendwie schon da hinkommen. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Man sieht ja jetzt, wo ich bin. Ich fahre da mal auf jeden Fall weiter entlang, weil ich sehe ja nirgendwo einen blauen Punkt, nirgendwo. Da vielleicht irgendwie anlegen können. Wenn nicht, fahren wir nach Richtung Miso zurück. Also legen da an, also da so ein bisschen rechts, ein Stück weit oben, da ist ja dieser Blaupunkt. Und versuchen dann mal hier hinzulaufen, wo wir jetzt gerade sind. Wenn das nicht funktioniert. Vorher fahre ich aber hier weiter entlang. Irgendwie müssen wir hier anlegen. Boah, drehen. Okay, ich komm hier nicht weiter. Da ist ein Stein. Das ist der Stein, damit wir auf Dingens reiten können. Neusch. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich noch neuisch ist. Mit der Situation mit Kratos. Dann passe ich auf ihn auf. Okay, was ist das? Was zum? What the? Wieso sind hier nirgendwo Punkte zum Anlegen? Wo sind wir? An welcher Insel? Ach, an der. Krass. Richtig krass. So, ich muss mal ganz kurz da. Da ist was zum Anlegen. Ich bezweifle, dass wir da hinkommen. Ich meine, da ging es nicht weiter. Ja, vor allem wenn uns wieder direkt die ersten Monster anspringen wie sonst was. Are you okay? Dann geht das auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt müssen wir erstmal die. Erstmal fertig machen, Alter. Die wirken. Die stärker als die anderen Monster. Oh fuck, da habe ich die Verteidigung zu früh fallen lassen. Oh
immer die Spezialattacke, wenn die Monster down sind. Das ist der Wahnsinn. So, 675 Geld und 436 Erfahrungspunkte. Geilomat. So, ich meine, hier ging es nicht entlang, dass wir nicht weiterkamen. Genau. ETF. Es muss doch irgendwie hier einen Weg entlang. Not much of a specimen. Are you okay? Jetzt mal ehrlich, also ich finde keinen. Don't bother me. Demon Fang. Are you okay? First aid. Get him. Jetzt muss ich aber stark überlegen. Alright. Zitrusgel und Zwiebel. Set will ich eigentlich nicht hin. Nein, will ich nicht. Ich stelle mich mal erstmal auf die Brücke, da sind wir so ein bisschen sicherer. Ja, da ist Meltokio. Nicht Meltokio. Wieso? Da kommen wir auch nicht weiter. Hä, was zum... Hä, hat man nicht irgendwie eine... Genau. V war ja für die Karte. Whatever. Ja, jetzt müssen wir schauen... mal gerade so ein paar Punkte durchklicken. Wie kommen wir da hin? Also es gibt jetzt 2/3 große Bereiche, wo ich irgendwie nicht hinkomme. Und ich weiß nicht, wie. Okay, wenn wir gerade noch die Insel dazu nehmen, dann sind wir schon bei einem Meer, bei einer mehr, aber wie kommen wir denn bitte da hin? Ich will mal eben was testen. Es war so klar. Es war so klar. Es geht mir vielleicht manchmal auf die Eier, die Monster. Kann ich alle so langsam schon rumkriechen, dass man da auch ganz schön ausweichen kann. Aber manchmal hat man einfach keine Bock. Keine Bock. 300 Gold, 89 Erfahrungspunkte. Ja, könnte auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben. Okay, wenn ich jetzt hier am Strand stehe,